Gibt es den Spitzgrundteich bald nicht mehr? Die Möglichkeit, dass dieses Szenario eintritt, besteht zumindest. Der kleine See kostet die Stadt Geld, hat aber keinen direkten Nutzen mehr. Noch in diesem Jahr wird die Stadt Coswig entscheiden, ob der Spitzgrundteich für immer verschwindet. Über 100 Jahre besteht der Spitzgrundteich bereits und gehört als Erholungs- und Entspannungsort zum Stadtbild von Coswig. Einst vom Besitzer des ehemaligen Sägewerkes angelegt, erfüllt der See mit seiner Mauer heute alle Kriterien einer Talsperre. Doch der kleine Teich kostet Geld. Schon mehrfach trat er bei Hochwasser über die Ufer und trug zumindest nicht zur Stabilisierung der Lage bei. Wie bei den Hochwassern von 2002 und 2013 läuft das angestaute Wasser über und sucht sich seinen Weg unkontrolliert statt abwärts. Das schlimmste Szenario wäre aber ein Dammbruch, der auf einen Schlag 10.000 Kubikmeter Wasser Richtung Coswig jagen würde. Alle 5 Jahre müssen daher die Schutzmauer und die Fugen überprüft und teilweise erneuert werden, da diese Schicht den Damm vor der Durchweichung schützt. Nun hat der Besitzer, die Stadt Coswig, reagiert. Bei der letzten Stadtwirtschaftsausschusssitzung wurden 3 Szenarien vorgestellt, wie das Gewässer sicherer gemacht werden oder eben auch ganz verschwinden könnte. Diplom-Ingenieur Klaus-Dieter Bayer von der Baugrund Dresden Ingenieurgesellschaft MPH stellte im Rahmen der SWA-Sitzung diese 3 Möglichkeiten vor. Die erste Variante sieht vor, einen sogenannten befestigten seitlichen Ablauf zu schaffen, genau an der Stelle, an der der See bei den letzten Hochwassern übergetreten war. So würde der Pegelstand ohne jegliches Eingreifen selbstständig reguliert. Eine weitere Möglichkeit wäre die Schaffung einer sogenannten Überlaufscharte direkt auf dem Damm, die ebenfalls den eigenständigen Abfluss bei zu hohem Pegelstand gewährleisten soll. Die 3. mögliche Variante könnte der Rückbau des Spitzgrundteiches sein. Somit würde nicht nur die Staumauer, sondern auch der komplette See verschwinden. Folgekosten gäbe es so für die Stadt nicht mehr. Bevor nun eine dieser Möglichkeiten in die Tat umgesetzt werden kann, muss seitens der Stadt geklärt werden, welche Zukunftsplanungen für den Spitzgrundteich vorgesehen sind. Soll der See ohne bestimmte Aufgaben erhalten bleiben oder ist er nur eine immer wiederkehrende Investitionsquelle? Erst wenn das geklärt ist, könne eine der beiden ersten Varianten ins Auge gefasst werden, so OB Frank Neupold in der Sitzung. Wer nun glaubt, es gäbe keine Befürworter der Rückbauvariante, der täuscht sich. Noch in diesem Jahr will die Stadt über die Zukunft des Spitzgrundteiches entscheiden. Dass der See verschwindet, scheint aber doch eher unwahrscheinlich zu sein. Coswig würde sich ein Stückes Natur berauben, das Coswiger und Touristen als Ausflugsziel sicher zu schätzen wissen.